Leute, herzlich willkommen hier wieder bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Was habe ich vor hier? Ich bin in meiner Küche. Und ich will heute mal etwas mischen fürs nächste Projekt. Und zwar mische ich heute Mayhems Aurora Silver mit Mayhems Dye oder DYA Purple. Und ich guck mal, wie das Ergebnis aussieht. Ja, ich bin eigentlich schon mal gespannt, ob das was wird. Also offiziell ist es mischbar. Mal gucken, wie es ausschaut dann. Also ich habe jetzt hier mal schon mal was vorbereitet hier. Ich habe mal eine durchsichtige Flasche jetzt hier genommen. Und ja, hier ist das Aurora Silver. Und hier das Dye oder DYA Purple. Steht auch drauf, man soll das tropfenweise zufügen, bis man mit der Farbe zufrieden ist. Ja, gucken wir mal, wie das dann am Ende aussieht. So, schütten wir es mal rein. Ich glaube, ich hätte das mal vorher schütteln sollen. Das scheint sich abgesetzt zu haben. Ich schüttel das mal schnell. Da kommt bis jetzt nur Wasser raus. Durchsichtig. Ich glaube, das soll so nicht sein. Ist natürlich interessant, dann wird sich das wahrscheinlich im Wasserkühlkreis theoretisch ja auch absetzen. Normalerweise, wenn man jetzt den Rechner lange nicht anhat. So, da ist jetzt ein ganzer Liter drin. Ich muss jetzt mal gucken hier. Ja, man sieht den Effekt auf alle Fälle. Wenn man jetzt mal die Flasche zudreht. Es ist dennoch durchsichtiger, als ich auf alle Fälle gedacht habe. Ja. So, und dann würde ich jetzt mal einfach mal hier gucken, wie das aussieht. Ich meine, dieses Aurora Silver hier, das kostet 20 Euro, glaube ich, der Liter. Und ich muss echt sagen, so risch. Man sieht eigentlich kaum was. Ich weiß nicht, wie es in der Vakuum aussehen würde dann. Oder wenn man es beleuchtet. Ja, relativ schwach der Effekt. Die Flüssigkeit ist auch relativ durchsichtig. So, ich würde jetzt einfach mal Purple hinzugeben. Ich mach mal ja, so drei Tropfen. Drei Tröpfchen. Dann drücken wir das Ganze wieder zu. Und mischen das mal. Man sieht den Effekt auf alle Fälle jetzt schon mal deutlich besser. Könnte aber noch ein bisschen mehr Purple sein, die ganze Sache. Also das Mischen, das geht eigentlich so ziemlich gut, wie ihr seht. Schöne dunkle lila Flüssigkeit jetzt und wie das direkt jetzt im Licht aussieht, das zeige ich euch gleich. Ich werde mir jetzt die Kamera woanders hinstellen, wo ein bisschen mehr Licht ist und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So Leute, jetzt guckt euch das mal an, das sieht echt geil aus. Also ich bewege das mal jetzt bloß so nach links, rechts. Seht ihr es? So, und jetzt mal die volle Ladung. Aurora. Geil. Das sieht wirklich geil aus. Also wenn das dann auch so bleibt, hat sich es echt gelohnt, das jetzt zu mischen hier. Wirklich gut aus.
ich sag mal, diese Mischaktion jetzt hier, die hat sich definitiv hat die sich gelohnt, ja. Die hat sich definitiv gelohnt. Dann guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Boah, hammer, heftig. Also ich mag ja dieses Lila, dieses dunkle Lila, das finde ich ja geil wie Sau. Jetzt guckt euch mal den geilen Effekt an mit dem Aurora zusammen. Und das durch die Wasserkühlung rauscht, das sieht endgeil aus, sage ich euch. Ja, das kommt in mein nächstes Projekt rein. Und wenn ihr wissen wollt, wie das nächste Projekt dann auch aussieht, dann abonniert meinen Kanal, bleibt dran. Und ich denke mal, in so 2 Wochen gibt es so die ersten Fortschritte, weil ich noch auf ein paar Teile warten muss. Und da sage ich erstmal danke, dass ihr bei dem kurzen Video hier auch eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal hier auf CustomBricks.de.